Da müssen wir einmal komplett da lang. Okay. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Ich habe jetzt ganz kurz mal geschaut, diese Dinger können also auch zufällig in irgendwelchen Silberfischsteinchen, die heißen übrigens Silberfische, in irgendwelchen Steinchen spawnen. Das heißt, diese Steine, die sehen manchmal auch gar nicht so aus, wie diese Steine halt aussehen. Die können also auch eine normale Steintextur haben. Das heißt, das ist nichts Besonderes. Ja. Kannst du mir eine Spitzhacke droppen? Ja. Das wäre saugeil. Dankeschön. Okay, gut, dann gehen wir wieder nach oben. Meinen anderen Weg, vielleicht finden wir hier noch irgendwo Eisen, das wäre auch gar nicht schlecht. Nö, das ist der Weg, den wir hochkommen, reingekommen sind. Das ist schade. Na gut, dann bleibst du nicht wieder stehen. Ja, ich wollte das gerade selber abbauen. So. Okay, dann gehen wir raus. Wir haben uns jetzt gesagt, okay, wir gucken jetzt einfach, dass wir genug Essen finden. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir wirklich vielleicht irgendwo eine Basis finden. Das wäre nämlich ganz gut. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal, da hinten ist gerade. Warte, Da kommen wir her? Ja, wir kommen von daher. Ernsthaft? Mhm. Hä, wir sind rechts lang. Aber da hinten, wo ist unsere Basis? Wo sind wir gekommen? Warte, ist es die Richtung oder? Nee, ist die Richtung, glaube ich. Gib mir mal bitte die Koordinaten von der Basis oder hast du keine gemacht? Von der Basis. Okay, ich habe sie nicht benannt, aber ich glaube, das war. Plus 720. Plus 720, okay. Plus 230. Plus 230. Das kommt sogar. 70. 70, okay. Okay, dann. Dann bin ich jetzt gerade richtig verwirrt. Dann ist da hinten der Spawn und da links ist unsere Basis. Dann gehen wir einfach da geradeaus, oder? Die Richtung, ne? Dann gehen wir weg von unserer Basis und. Rechts vom Spawn rum. Ohne Spaß, mein Orientierungssinn ist irgendwie weg. Das glaube ich. Einfach weg. Einfach so richtig weg. Okay. Gut. Einerseits am Texture Pack, andererseits liegt das. Du nimmst noch Holz mit, sehr gut. Ja. Okay. Aber denk dran, wenn wir diese normalen Bäume sehen, dann sollten wir viel von denen mitnehmen. Die sind da hinten, Janik. Komm mal mit. Ja. Die sind da hinten irgendwo. So. Weil die sind viel, viel besser. Hier in diese Oakwood-Dinger. Oh, Baum. Das ist ein richtig großer Baum. Aber ich glaube, hier sind wir auch schon mal lang gelaufen, oder? Ich behalte jetzt immer mal so ein bisschen die Gegend im Auge, falls hier irgendwo doch noch was sein sollte. Und ich habe schon wieder fast kein Essen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir hatten bisher aber noch nie so eine richtig große Herde an Kühen oder Schweinen gesehen, oder? Janik? Geil, ich glaube, ich time einfach jetzt gleich wieder aus dem Teamspeak aus. Ja, ich dachte schon eben, ich time wieder aus dem... Ja, geil! Danke, Kabeldoll, wirklich, dankeschön. Ich liebe euch, das ist so tolles Internet, ganz ehrlich. Ey, das war so genial, so... Ja, ich dachte schon... Aber ich hab dich ja noch gehört, das ist so behindert. Oh Mann, ey. Ich freue mich einfach schon, wenn das in einem Kampf passiert, ja? Das ist lustig. Okay, also was ich gerade sagen wollte, wir haben noch nie irgendwo so eine große Herde an Kühen oder Schweinen gesehen, oder? Ja. Na gut, da hinten ist so Wald, da werden auch keine Tiere sein. In diesem dichten Wald sind doch nie irgendwelche Tiere. Warum sind hier überall nur Schafe? Swag? Ja, genau. Also, ich habe jetzt 10 von den Oakwood-Teilen. Ja, ich habe 14. Ich habe das einfach alles aufgesammelt, was du fallen lassen hast. Okay, hier ist der Vault. Ja, okay, hier dann müssen wir da lang. Hä? Ich habe überhaupt keine Orientierung mehr. Das ist okay, so komisch. Ich bin gerade auch ein bisschen verpeilt. Dann müssen wir einmal komplett da lang. Okay. Alter! Da ist einfach einer! Janik! What? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin Richtung Westen gelaufen. Aber sneak dich. Sneak, siehst du mich? Stopp, bleib stehen. Janik? Ja? Okay. Hallo? Die sind über den Berg gelaufen. Die sind einfach über den Berg gelaufen. Topra, Lovely Potato und so. Alter, ich dachte, du bist es. Ich habe den Herzinfarkt meines Lebens bekommen. Ich habe nicht so viel Essen. Pass auf. Die sind da diesen Wasserfall hochgeschwommen. Das heißt, die werden jetzt wahrscheinlich oben auf dem Berg sein. Alter, ich hoffe, wenn jetzt während des Kampfs mein Internet wieder so verrückt spielen sollte, ohne Spaß, ich werde so ausrasten. Die sind da hochgelaufen. Die haben mich nicht gesehen, glaube ich, hoffe ich. Hoffe ich mal auch.
Alter, wir können uns jetzt aber nicht sneaken, das bringt... Ja doch, wir sollten uns sneaken. Aber das kann sein, dass die einfach die ganze Zeit durch die Gegend laufen und dann längst weg sind, wenn wir da oben sind. Mhm. Ohne Spaß, ich raste hier aus. Denk dran, auf richtig weite Distanz nicht so viel feuern. Wenn die eine Besucher haben, dann sollten wir nicht so ganz dicht zusammen sein. So, ich geh jetzt mal vorsichtig hier lang. Die waren aber, glaube ich, auch enchanted. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin so ausgerastet eben. Alter, da sehe ich die einfach mal so. Da. Ohne Spaß. Bist du da? Naja, ich bin zu dir. Alter, es könnte sein, dass sie da unten in die Höhle rein sind oder weiter nach oben gelaufen sind. Es könnte halt sein, dass die ganz nach oben auf dem Berg sind. Oder die sind schon längst über alle Berge. Ich weiß es nicht. Alter. Also ich sehe sie hier nicht. Ich bin jetzt hier auf so einem Plateau. Jetzt ist er geleftet. Okay. Da war halt Topra alleine. Also ich habe nur Topra erkannt. Aber der war definitiv hier. Der ist hier so hochgelaufen, so wo wir hier gerade sind. Komm mal hier zu mir mit nach oben. Ich bin dafür, wir gehen mal ganz kurz ganz nach oben, okay? Okay. Damit wir einen Überblick haben. Oh, bitte hust nicht so rein, das macht mich nervös. Oh. Danke, ja. Okay, jetzt ist er wieder gejoint. Wo bist du? Bist du hinter mir? Ich muss hier kurz hoch. Okay. Ich verstecke mich hier drin, ne? Siehst du mich hier? Ja. Alter, ich raste hier raus. Oder habe ich mir das Ganze nur eingebildet? Vielleicht wirst du verrückt? Ja, vielleicht. Wird zu dem passen. So, ich bin jetzt ganz oben. Oh, ja, und ich sehe hier nirgendwo irgendwen. Aber der war hier. Das kann halt echt sein, dass der längst durch den ganzen Wald ist. Aber es wäre jetzt dumm, wenn wir hier so YOLO-mäßig rumlaufen und dann... da ist und dann finden wir da nichts. Aber ganz ehrlich, die View Distance von dem Server, die wird auch irgendwie künstlich heruntergeredet, habe ich das Gefühl. Weil die Spieler, die verschwinden einfach ab so einer bestimmten Entfernung. Ist das aufgefallen, auch bei Mobs? Ja, das haben wir aber schon vor Ewigkeiten mal festgestellt. Ja, aber das war, als ich den Lokal gehostet hatte, war das noch nicht so, oder? Och. Echt? Okay. Ja, dann ist es, ich habe das echt ganz hochgestellt auf 15, aber es bringt einfach nichts. Das ist richtig nervig. Jetzt wird's Nacht, aber geil. Das weg. Ja, aber die könnten hier auch noch irgendwo sein. Es kann halt, dann könnte es ja sein, dass der durch den Wald da gelaufen ist. Dann sollten wir auch mal in diese Richtung laufen. Aber dann müssen wir jetzt echt aufpassen, weil dann sind die hier irgendwo ne, so ich, Alter, World Border, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir runter und dann einmal durch den Wald, okay? Ja. Wie viel Fleisch hast du noch? Ich habe noch ein Hühnchen und einen Apfel, habe ich gefunden. Okay, weil ich habe nur noch einen Cooked Pork Chop und dann bin ich auch... Warte, hier ist auch noch ein Hühnchen. Bist du gerade gefallen? Ja, ja. Okay, guck mal, hier sind Hühnchen, die holen wir gerade mal alle und dann brennen wir hier erst nochmal was. Auch wenn es dumm ist, hier in der Nacht was zu brennen, aber egal. Wobei, wir sollten den Ofen vielleicht irgendwie zubauen. Ja. War jetzt nicht so... Oder wir stellen uns einfach irgendwo... Alter, dieser World Border, ohne Spaß. Wir stellen uns einfach irgendwo rein. Hä, aber... Oder vielleicht haben die hier irgendwo in der Nähe die Basis? Komm, wir bauen uns hier mal so eine kleine... Wir bauen uns hier am besten mal in den Dirt rein. Mal guck, da ist auch schon wieder ein Skelett, okay? Mhm. Hast du noch die Schaufel? Naja. Okay, bau mal irgendwie so, so einen kleinen Unterschlupf. Weil es wäre scheiße, wenn wir jetzt was brennen und die sehen das durch das Leuchten. Aber ich habe mir das bestimmt nicht eingebildet. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Bestimmt. So, und ich halte mal auch schon nach Namensschildern. Du hast, glaube ich, den Ofen, oder? Ich habe zwei Öfen sogar, ja. Okay, ich habe kein Hühnerfleisch. Du hast kein... Was hast du noch? Hast du irgendwas zum Brennen? Nee. Okay, dann brenne ich da gerade noch das... So. Sneaken? Ich sneak, ich kann nicht. Alter, ich... Die hab ich noch verrückt. Ich habe mir das aber bestimmt nicht eingebildet. Ja, bestimmt nicht. So, mein Hühnchen ist fertig. Alter. Aber der hat mich überhaupt nicht gesehen. Hätte ich geschossen, das wäre blöd gewesen. Ich hätte ihn eigentlich vielleicht sogar richtig killen können, wenn ich auf ihn losgegangen wäre. Aber ich wusste nicht, ob die zu zweit sind. Weil wenn die zu zweit sind und du weißt dann nicht, wo ich bin, dann ist es richtig scheiße, weißt du? Ja. Das wäre auch wieder wenn irgendwo geschossen wird, dann höre ich das schon. Ja, aber du siehst ja nicht wo. Das ist das Problem. Du kannst das ja nicht zurück. Ja gut, aber ich wollte halt jetzt nicht wieder denselben Fehler machen wie vorher. Ja. Weißt du? So. Gut, das Hühnchenfleisch ist fertig. Und dann baue ich die beiden Öfen einfach mal wieder ab, dann können wir weiter. Warte, ich gebe dir gerade noch hier so... Warte, wie viele Hühnchen hast du jetzt? Eins. Dann gebe ich dir hier mal so zwei, okay? Ja. So. Also gut, dann, bereit? Ja, bereit. So, sneakst du dich noch? Okay. Also gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir sollten auf die Bäume drauf oder so, das wäre, glaube ich, ganz gut. Gut, cool, gut. Ja, aber dann sieht man uns besser. Ja, aber wir sehen auch die besser. Und wir sind nicht so ein leichtes Ziel für Monster. Ja, okay.
Alter, so ein... Hab ich mir das... Ich muss echt gucken, weil wenn ich mir das eingebildet habe, gehe ich echt zu einem Psychologen. Kannst du nachher nochmal gucken. Ja. War das da unten eben ein Skelett oder war das ein Gegner? Ja, das war ein Skelett. Okay, oder ein Schaf sogar. Wir können uns hier Boote machen und durch den See schwimmen. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Da hinten ist der Spawn, da ist das. Ah, da hinten ist was. Da ist tatsächlich was. Siehst du dieser Turm da, ne? Sieht aus. Nee, da hinten ist so ein Dirt-Turm gebaut in einem Baum. Das sieht sehr unnatürlich aus. Sollen wir da hingehen? Okay, das ist ein Schaf. Dann kann man aus dem Baum. Okay, aber da hinten ist echt so ein Turm. Ja. Warte, ich mach kurz mal Running Distance ein bisschen höher. Dann gehen wir irgendwie mal dahin, okay? Würde ich sagen, oder? Ja, und ich hab mal kurz auf Fahr gestellt. Okay. Also ich finde, wir sollten... Alter, der Server leckt... Oder ich lecke, ich weiß nicht, aber das hat eben wieder so richtig laggy ausgesehen bei dir. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ich glaube, da hast du geleckt, weil wir mir jetzt nicht geleckt. So, kommst? Okay. Hey, das wäre so fail, wenn das wirklich in einem Kampf passiert. Ja. Das ist schon ziemlich ungeil. Das ist richtig ungeil, ey. Jetzt sehe ich das nicht mehr. Bist du? Das okay, ist, du warst ja, da. Okay. Alter. Ist halt gerade richtig blöd, wenn wir hier entdeckt werden und dann wegrennen müssten. Oh. Also schnell übers Wasser und dann. Aber da hinten hält sich aber dieses komische Dirt-Ding gar nicht mehr. Aber das war da hinten irgendwo. Ich habe das jetzt voll aus den Augen verloren. Ja, ich habe das auch irgendwo gesehen. Okay. Das war so ein Kackstift-Turm, weißt du? Da hinten ist es doch, oder? Oder das, okay, das kann auch sein, dass es einfach so eine Spitze von einem Berg war und so ausgesehen hat, als ob es das wäre. Ein paar Creeper. Nicht so cool. Ey, das erinnert mich irgendwie voll an eine alte Staffel, wo wir unsere Basis hatten. Erinnerst du dich dran? Dieses Stück Land hier so im Wald. Das erinnert mich voll daran. Du hast von mir gerade überhaupt nichts gesagt. Oh, ey, das kotzt. Ich schwöre, das ist so nervig. Ich glaube, ich würde sagen, nach der Aufnahme machen wir erstmal eine Pause, bis sich mein Internet wieder beruhigt hat. Weil ein Kampf irgendwie mit der Scheiße, das will ich echt nicht haben. So. Und ja, ich habe eine 100K-Leitung. Eigentlich habe ich gutes Internet. Das hier, das ist sowas von unnatürlich. Siehst du das? Ja. Wobei, das könnte auch so zufällig gespawnt sein. Manchmal passiert ja sowas, ne? Ja, weil ich meine, das schwebt einfach in der Luft. Okay, das könnte auch einfach zufällig gewesen sein. Na, Mann. Mann. Ist das da unten eine Kuh oder ein Schaf? Das ist ein Schaf. Echt? Das ist ein Schaf. Alter. Ich bin auch bald wieder out of food. Ich mal kurz noch was zum Essen rein. Wir haben aber nur noch 2,5 Minuten. Du bist da unten, okay. Oh Mann, ich falle immer runter. Bin ich blöd, ey. Ich würde eigentlich fast schon am liebsten sagen, wenn wir jetzt eine Höhle finden, dann gehen wir lieber da rein und farmen erst nochmal ein bisschen. Auch sagen, aber... Aber dann sind die, dann ist der, vielleicht war der auch alleine, kann das auch sein? Das glaube ich jetzt eher. Dass der alleine rumgelaufen ist, weil Marcel, also Lovely Potato, so ist ja immer disconnected und wieder connected. Ja, aber ich glaube jetzt eher weniger, dass der alleine rumrennt. Okay. Da hinten ist so eine richtig offene Fläche. Da ist es auch schon bald beim, sind wir bald wieder beim Spawn. Also jetzt so von den Richtungen her, wäre es eigentlich logisch, dass die ihre Basis, ich bin gerade auf einem Baum, ich sneak mich. Ich bin auf dem Baum, siehst du dich auch gerade? Ja, ich bin hinter dir. Okay. So jetzt von den Richtungen her ist es logisch, wenn da unsere Base ist, dass sie irgendwie so nordwestlich sind oder vielleicht auch nördlich. Also von der Basis her. Und die sind ja auch irgendwie wieder in diese Richtung so gelaufen, also der Topra, wenn er da so lang ist. Dann kommt man ja am Ende irgendwie hier so raus. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich sneak mich gerade die ganze Zeit hier so vorsichtig überall hoch. Und du bist richtig unvorsichtig, okay. Ja, weil ich meine... Ja, klar, hier wird wahrscheinlich nirgendwo mehr weit und breit einer sein, aber ich bin halt irgendwie gerade so... Das ist halt deine Standard-Parama, ja. Ja, aber du hast ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn gesehen und er war so nah. Ich wette, du denkst, ich bilde mir das ein. Nee, ich glaube du schon, aber ich meine, der ist mittlerweile bestimmt schon weiter weg. Okay, ja, das stimmt. Weil ich meine, so langsam wie hier durch die Gegend sneaken, das ist ja... Ja, da hast du recht. Wobei es halt sein kann, dass die genau das gleiche machen. Also wenn da der Spawn ist, dann da sind wir eh schon immer so rumgelaufen. Das war da ja eben zwischen den Bergen, wo wir da waren, oder? Das heißt, da brauchen wir gar nicht mehr zu gucken. Dann laufen wir mal hier so lang, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Genau, ich würde sagen, Folgenende.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe echt, ich habe mir das nicht eingebildet. Und ja, kannst du nochmal nachgucken. Ja, ciao. Ciao. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Let's Battle Together Minecraft. Und wir haben jetzt so eine kleine Lösung gefunden. Ich bin jetzt mit Yannick in Skype, weil hier time ich scheinbar nicht ständig aus. Okay. Würde ich sagen, bevor die uns die Spinne angreift, gehen wir da weiter. Mhm. Also jetzt so vom räumlichen Vorstellungsvermögen her, ist das eigentlich so ziemlich das, wo ich auch eine Basis hinbauen würde, wenn ich am Anfang in diese Richtung gelaufen wäre. Deshalb sollten wir aber trotzdem immer noch vorsichtig sein. Ich bin gerade viel zu unvorsichtig, ehrlich gesagt. Ja, Moment, ich muss kurz machen. Was machst du denn gerade? Rede mit mir, Yannick. Ja, ich muss nur gerade ein bisschen Minecraft-Einstellungen ändern. Alles klar. Oh, ich bin voll Idiot. Oh Mann, und das Essen, ich habe kein Essen mehr. Also ich muss jetzt, wenn es dann zu einem Kampf kommt und wir wegrennen müssen, bin ich echt eigentlich so ziemlich im Arsch. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt hier irgendwie noch Boote machen, falls die Basis am Wasser ist oder so, dass wir schnell abhauen können, wie bei Dölut und Sperrig? Das können wir machen, weil das finde ich ziemlich geil. So, da. Dann mache ich mir auch schnell welche. Scheiße, gar nicht mit das Oakwood dafür. Was? Ich hab eh noch Boote. Egal, ich hab eh noch Boote gehabt. So. Dann würde ich sagen, ich bin bereit. Oder sollen wir einfach am Wasser lang schwimmen? Da fühle ich mich. Ich fühle mich auf dem Wasser irgendwie immer sicherer. Ja, ich auch. Weil da kann man. Weil da, das ist eine offene Fläche und man kann halt mit dem Boden relativ schnell abhauen. Hast du dir auch Ersatzboote gemacht? Nein, mache ich mir noch kurz. Acquire Hardware. Okay. Oder die sind beide Farben, keine Ahnung. Also ich habe mir das jetzt letzte Folge angeschaut. Ich bin übrigens schon im Wasser. Okay, läuft bei dir. Ich habe mir das letzte Folge jetzt angeschaut und der war da wirklich. Also ich habe mir das nicht eingebildet. Das heißt. Ja, du hast mir einen Screenshot geschickt. Genau, ich habe Yannick auch einen Screenshot geschickt. Yannick, siehst du mein mich? Boot ist mein Boot ist verschwunden. Hast du genug Ersatzboote? Also ich habe jetzt. Eins, aber mein Boot ist gerade verschwunden. Dann mach dir bitte mehrere Boote, Yannick. Mach dir mehrere Boote. Ja, ich habe mehrere Boote, aber nicht, das Boot, das ich gesetzt habe. Okay, die haben sich irgendwas gecraftet. Irgendwas Waffenmäßiges, okay. Schwimmen wir einfach mal so außen. Yannick, ja, genau. Ja, gehen wir ruhig ein bisschen weiter weg, lieber. Ja. Hä, hast du mich fast gerammt oder so? Ja. Okay. Wenn du plötzlich einfach so ausscherst. Hä? Ich bin noch so weit weg von dir, aber ich glaube, das liegt eher wieder daran, dass ich ein bisschen komisch lecke oder so. Ja, das könnte sein. Oh Mann. So. Bin mal echt gespannt, ob die hier vielleicht. Also ich vermute das hier. Wie weit sind wir vom Spawn entfernt? Keine Ahnung, sehe ich nicht. Weil hier ist. Alter, da ist einfach so ein Pilz. So ein richtig geiles Waldbiom, guck mal. Oh, lol. Was ist da? Warte, was ist da? Ach, das sieht einfach nicht die Wild, okay. Aber Pilze? What the fuck? Aber ich wette. Junge. Pilzsuppen, ne? Das wäre eigentlich ziemlich geil. Aber ich wette, hier ist der World Border. Pass auf. Noch ja, World Border. Nice. Mein Boot! Nein! Boot! Boot! Alter, ich kann hier weiterfahren. Oh, jetzt kann ich. Oh, Leute, ich bin rausgefallen. Ja, man fällt da raus. Das ist nicht geil. Frech. Okay, dann müssen wir, glaube ich, da lang. Habe ich hier gerade was abbauen gehört? What the fuck? Nö. Nee. Aber irgendwie laggt es bei mir. Der Server zumindest ein bisschen bei mir auch. Ja, okay. Ja, ich muss mal gucken, wenn ich. Was ich den. Leck mich, fetzt hier viele Squids. Alter, was ist das hier für eine komische, geile Gegend? Squid Party. Ich wette, hier kommt auch gleich wieder der World Border, oder? Ja. Die ganzen coolen Biome, da ist dann der World Border. Ja. Ja, wenn's cool. Nee, hier ist noch kein World Border. Hier können wir rum. Siehst du mich? Ja, ich kann. Geil, okay. So, wenn wir wieder mal auf die Map gucken. Das sind echt coole Bäume. Oh. Fahr bitte nicht so nah am Land herum. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Okay, der eine Baum ist bei mir blau. So, da ist auch noch was. Aber da ist, okay, hier, da ist der World Border. Herboot, nicht mich ran, bitte. Das ist so scheiße. Boot! Nein, das ist aus dem World Border gefahren. Dann hast du hast doch ein Ersatzboot, oder? Ja, ich habe okay. Eins. Kein Stress. Gut, gut. Da oben ist eine Kuh. Tot. Ja. Tod der Kuh. Da ist jetzt ein brauner Pilz, aber wenn wir den braunen Pilz abbauen, finden wir wahrscheinlich wieder keine roten. Ja, aber wir können trotzdem den braunen Pilz mitnehmen. Sollen wir die Kuh schnell essen? Holen? Ja. Zum Essen? Können wir machen. Egal, das ist so ein Wüstenbiom. So ein Steppenbiom, voll geil, ey. Ich hol mir kurz die Kuh. Ja, pass aber bitte auf. Ich hab immer noch das. Ich hab so richtig Angst, dass die irgendwie in der Nähe sind. Die schießen einfach über den Haufen. Jetzt, wo ich mich so bestätigt fühle. Oh, hier sind mehrere Kühe. Okay, warte, ich komm auch raus. Richtig, nice. Oder das ist eine Falle. Nee, glaube ich nicht. Die Kühe sind eine Falle. Ich glaube, wenn hier Kühe sind, war hier noch keiner, ehrlich gesagt. Das könnte sogar sehr gut sein, weil ich denke, jeder würde die mitnehmen. Ja. Und die haben die einfach übersehen. Die spawnen nicht nach? Ich glaube nicht. Okay, das ist kacke. Aber sonst ist hier nichts mehr, oder?
Naja, der dicke Pilz aber. Yannick, wo bist du? Ich bin hinter dir. Okay, komm mal ein bisschen hier mit. Ich glaube, ich hab da. Das sah der Baum eben so richtig komisch aus. Ah nee, das sind die Bäume so, okay, weil das war so versetzt, so als ob da jemand was abgebaut hätte. Und zwar unsauber. Die können hier sind auch noch mehr Kühe. Nice, okay, also hier war unser Schwein auch noch, also hier war definitiv. Würde ich sagen, braten wir gleich so richtig schön fett was. Mhm. So. Da unten sind auch noch Hühnchen. Alter, richtig nice. Das ist gut, wenn wir Essen haben, ey, das ist so gut. Ich hab so richtig fett Hunger. Oh ja. Wir sollten uns aber echt nicht trennen, wir sollten einigermaßen zusammenbleiben und immer wissen, wo der andere ist. Ich bin nämlich echt, ich sagte, jetzt haben wir eine Paranoia angefangen. Jetzt haben die angefangen. Jetzt sind sie da. Das sag ich dir. Du musst erstmal keine Paranoia haben, um damit anfangen kann. Ja, jetzt sind wir 600 Blöcke vom Spawn entfernt, okay. Aber hier ist, glaube ich, echt niemand gewesen. Da sind so viele Viecher, die hier noch rumstanden. Das stimmt. Kann einfach nicht sein. Das da oben sieht so komisch aus. Seht ihr das? Da ist so ein quadratischer Steinfleck oben im Sand. Also hier hinter uns, da rechts. What the fuck, da rechts? Ist dann wahrscheinlich so komisch generiert, wenn ich jetzt auf der Minimap gucke. Okay. Ich würde sagen, wir bauen uns hier aber erstmal einen Ofen hin, oder? Ja. Komm, wir machen das hier unter diesem großen Baum. Hier fühle ich mich sicher, weil hier haben wir den Überblick, ja? Mhm. So. Den krassen Überblick. Den krassen Überblick, genau. Yo. Du musst jetzt noch einen Ofen haben? Zwei. Dann stellen wir beide hin, weil wir haben genug Fleisch. Sehr schön. So, wo macht man das? Dann lege ich oben mal Kuhfleisch hin. Ich glaube, du hast das meiste eingesammelt. Ja, ich habe auch noch 9 von den Schweinen, okay. Also insofern. Oh, das ist geil, das ist richtig gut. Aber das reicht, das wird locker wieder nicht ausreichen. Du bräuchten noch Kohle. Kohle habe ich, kann ich reinlegen. Ja, dann hau mal rein. So. Oh, das sieht echt gut aus. Da freue ich mich schon auf das Essen. Mhm. So, dann schauen wir mal in die Richtung, da sieht nichts aus. Ja, dann können wir eigentlich jetzt mal hier so außenrum auf dem Wasser wieder so in Richtung Spawn schwimmen. Dann haben wir zumindest schon mal diesen Bereich um das Wasser herum so abgedeckt mit unserer Suche. Oh. Und vielleicht finden wir sogar noch einen schönen Höhleneier. Das wäre doch das Beste überhaupt. Das wäre richtig schön. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich bei meinem Aufnahmeprogramm Action einfach sehe, wie lange ich schon aufnehme. Das ist so ganz klein. Alter, wie geil ist das denn? Warum habe ich mir sonst mal einen Timer gestellt? Oh Mann. Das ist voll cool. Okay. Warte, ich gebe dir mal. Warte. Danke. Hühnchen. Sehr nett von dir. Bitteschön. Also ich benutze mittlerweile OBS zum Aufnehmen. Echt? Das ist voll praktisch. Facecam? Okay. Ja. Ist dieses Köter wieder verschwunden, ey. Das ist voll scheiße. Aber auch generell. Ja gut, dafür. Klein. Ja. Schon nice. Klar, aber das rennt halt im Hintergrund direkt mit, ne? Das kann halt bei etwas kompliziert, also bei grafisch aufwendigeren Spielen kann das den Tod bedeuten für flüssige Aufnahmen. Und das gleich mit komplett. Alter, hier unten drunter ist einfach mal so ein Ziel. Aber ich nehme ja mittlerweile eigentlich nur noch Dings, League of Legends auf. Oh Gott, du spielst das? Ach du Scheiße. Ja, ich hab nee, oder? Ich spiele nur noch League of Legends. Hab ich da gerade was? Alter, das beste Spiel. Nee. Boah, das mit dem World-Rennern ist auch so komisch. Und ist meine Render-Distance so kurz, ey? Das kann auch nicht sein. Ich will die bitte auf Far haben. So, gut. Aber das ist schön, wenn wir zumindest mal so ein bisschen Essen haben. Mhm. Dann gib du mir doch das Steak und du nimmst die Schweine, okay? Gut, machen wir es so. Okay. 7. Warte, wie viele Steak hast du? Wie viele Schweine hast du? Okay. Okay. Ja, dann hast du 9. Ja, passt, weil ich habe noch ein bisschen Hühnchen. Okay. Oh, ich fühle mich gerade richtig gut mit dieser Portion of Healing. Ich glaube, die wird irgendwie noch mir so ab und zu mal den Arsch retten. Ja, und die Enderperle habe ich auch. Das könnte gut sein. Soll ich dann dir vielleicht die Enderperle geben? Ach stimmt, du hast eine Enderperle. Wenn ich die Potion of Healing habe, okay, dann gebe ich dir die mal. Ja, könntest du mal. Setze sie bitte weise ein. Ja, weise einsetzen, hast du gehört? Gut. Alles klar. Ja, also ich tue sie direkt mal wegballern. Oh, da hinten ist nix. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und? Oder? Und ich versuche gerade den Ofen einzusammeln, aber es gibt mir die ganze Zeit entweder Federn oder
Seeds, Alter, what the fuck? Ja, gehen wir einfach weiter. Ach, hast du jetzt keinen Ofen im Winter? Ach, hast du den? Okay, sehr gut. Doch. Weil die Öfen sollte man mitnehmen, weil jedes Mal neun zu machen, ist ein bisschen blöd. Gut, dann gehen wir hier ins Wasser. Oh, Mann. Warum bin ich dazu gefallen? Mach dir bitte wirklich gleich mehr, ja? Aber ich hab kein. Mein Inventar ist halt voll. Werf den Scheiß weg. Warte, ich mach hier so einen. Achtung, ich mach einen Lava-Dings. Okay, Achtung, siehst du's? Ja, da bitte aber nicht das Falsche reinwerfen. Okay, also das Ender-Ding ins Küchen ist erstmal reinschmeißen. Ich brauche nicht so viele Steine. Okay, kann ich verbrennen? Federn war ich auch nicht. Achtung, ich verbrenne noch die Federn. So. Jo. Okay. Bekommt der Tintenfisch da Schaden? Nee, das ist einfach rot. Das ist einfach rot. Cool. Mm. Okay, dann ab ins Wasser. Bleib beide. Ich würde sagen, wir schwimmen hier so außen rum. Ich will ja nicht so durch das Enge durch. Also durch diese enge Gasse mit den Dingern. Dann stoßt man da noch irgendwo dagegen. So, da sieht auch alles clear aus. Schauen wir auf die Minimap. Ja, das sieht hier alles sehr gut aus. Ja, ich hoffe, dass wir demnächst was finden. Aber es liegt, vielleicht haben sich auch Zwerg und Dülle eine neue Basis gemacht, die wieder auf dem Wasser ist. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Okay. Ja, glaube ich. Wir haben übrigens total vergessen, nach einer versteckten Kiste bei denen zu suchen. Aber stimmt. Aber vielleicht war es auch so, weil die sah echt ziemlich mickrig aus. Weil ich und vor allem, die war halt so ultra auffällig. Ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie Alter, was hier? Guck dir die das krassen Wettgegenstände sind. Alter, ich habe eben einfach. Das sah eben so komisch aus mit den Sugarcans. Ich dachte, das ist Holz oder so. Das sieht aber echt ziemlich geil aus da mit den Bergen. Oder ist auch nix, so wie es aussieht? What the fuck? Siehst du das? Da ist eine Basis. Nee. Da ist eine Basis. Oh, ja, Nick! Alter, guck, die bitte. Welt baut sich bei mir total langsam. Ja, guck doch mal in meine Richtung. Ich hab's verstanden. Du nein, du bist nicht hinter mir. Du fährst gerade. Nein, du fährst komplett falsch lang. Ich bin direkt hinter dir. Ich glaube, das buggt ein bisschen. Das buggt. Ich bin direkt hinter dir bei mir. Spaß, dieser Scheiß vielleicht. Anbieter. Siehst du mich jetzt? Du bist nicht direkt neben mir. Ja, ich bin neben dir. Ich steig jetzt aus. Bei mir bin ich direkt neben dir. So. Ich wette, du bist nicht direkt über mir. Du bist rechts. Steig du bitte mal aus. So, siehst du mich jetzt, wo ich bin? Okay. Ja, ich bin doch direkt neben dir. Ja, jetzt siehst du es. Ja, gut. Ich seh's. Alter. Dann, das könnte auch sein. Aber glaube ich nicht, dass sie jetzt sowas. Dann geh bitte ins Boot. Wir schwimmen schnell dahin und crashen das dann, okay? Ess dich schnell voll. Und dann stürmen wir das, okay? Ich kann mich im Boot doch kannst du, wenn du schon voll bist, dann bist du voll. Vielleicht. Wenn es nicht mehr geht mit dem Essen, okay? Achtung, bereit? Okay. Bist du neben mir? Okay. Ja, ich geil. Bin hinter dir. Halt kaputt, Boot. Warte, ich hab. Nee, schwimm. Lass das Boot ruhig crashen. So, schnell an Land. Schnell an Land. Ja. Oh, Janik. Okay, dann geht mein Boot auch wieder kaputt. Das ist so buggy, ohne Spaß. So. Und sneaken. Okay. Okay. Ich bin direkt hinter dir. Dann würde ich sagen, wieder mit's machen, oder? Boah, Alter, ich bin so aufgeregt. Mhm. Alter. So, schau du bitte aufs Haus. Ich schau mir ein bisschen die Gegend an, okay? Nicht, dass da jetzt irgendwie einer. Mhm. Es könnte ja sein, dass die nicht zu Hause sind, weil, also Haus, falls es die von Lovely Potato. Alter, hier ist einfach mal so ein Block abgebaut, schon. Pass auf, wir graben uns von unten rein. Nein, das ist gefährlich. Benutzen, aber ist da jemand drin? Hab ich da eben ein Namensschild gesehen? Nee? Nee, da ist niemand. Da liegen Sachen drin. Die waren vor kurzem hier. Alter. Ja, vielleicht war es wirklich von denen. So. Passt du ein bisschen auf? Alter, hier wurde einfach mal. Die wurde, glaube ich, gelootet. Ja, die wurde gelootet. What the fuck? Da ist ein Enderman. Cool. Nee, sind wir nicht. Da sind wir nicht der Erste. Oder die sind ausgezogen, keine Ahnung. Schade. Das sieht schon sehr komisch aus hier. Alter. Ja. Ich muss mal kurz das Boot wieder hin. So. Was machen wir jetzt? Also, nach einer versteckten Kiste suchen macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil die war wahrscheinlich genau da, wo jetzt diese Kiste ist. Das heißt, die waren aber vor kurzem hier, weil da noch Items liegen, oder die waren hier und hier war sonst keiner mehr. Hm. So, wenn ich jetzt die wäre, würde ich, glaube ich, in den Wald flüchten und nicht übers Wasser, oder? Weil der Wald ist sehr dicht, da kann man sich gut verstecken. Also, falls hier irgendwas war, keine Ahnung. Ja.
Aber das sieht schon so aus, als ob die irgendwie schnell verlassen hätten, weil man, warum sonst sollten die da weg? Ah, wir haben doch mit, Dödet meinte doch mal, dass die irgendwie da waren, oder? Kurz vorm Kampf oder so, dann sind die abgehauen und haben die laufen lassen. Das war wahrscheinlich das... Das könnte sein. Ja, aber das ist schon länger her. Ich meine, da wird die Items nicht mehr da liegen. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Es könnte gut sein, dass die irgendwo in der Nähe sind. Ich sneak mich ab jetzt auch nur noch. Warum ist denn ein Kakto? Aber echt? Wir sind schon beim wahrscheinlich mache ein Folgenende. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es ist einigermaßen spannend. Und, okay, da ist ein Ich dachte eben, da ist ein Gegner. Disconnecte mal, weil da kommt gleich ein Creeper. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Okay.